Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Tanks. Heute mal wieder live gespielt. Ja, zusammen mit dem Grimmi. Hallo Grimmi. Hi. So, ich bin im Leo PDA unterwegs. Wir sind auf der wundervollen, total tollen Map Bergpass. Ja. Und das Matchup, beziehungsweise das Matchmaking ist heute ein bisschen weird. Also sehr, sehr komisch. Wir haben jetzt sehr viele Mediums und die Gegner haben eigentlich mehr Heavies als wir. Also irgendwie zumindest im Top-Tier-Bereich. Wir sind Top-Tier, zumindest im 9er Bereich hier. Ist das so. Dabei könnte man eigentlich meinen, am Wochenende gäbe es genug Panzer, die gematcht werden könnten. Merkwürdig. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Und Ayman Abdallah. Ich verstehe einfach nicht, warum die nicht den TC nehmen und den auf unsere Seite schicken. Ja, das ist halt, wie gesagt, Ayman Abdallah. Wer braucht schon Heavies? So, wir werden eine ganze Weile warten dürfen, bis hier überhaupt Heavies kommen. Heavies, ja, verrät die jetzt. Niemand hat die Absicht, einen Heavy zu bauen. Wait. Wait, what? Ich weiß nicht, aber hier kann eigentlich nur die E75 und T95 nur noch kommen als brauchbare Gegner. Na dann? M103 und T10 sind am Gletscher. Na dann? Ja, ich guck einfach mal vor, scheiß drauf. AKKE, auf sie mit Gebull. Gucken, was hier kommt. Gleich mal vom T95 gammerackt werden. Ich fahr mal kurz da hier hoch auf der T26 E4. Ich glaube, den könnte ich von hier aus treffen. Ich mach mal Scout. Ist mal dir. Oh, voll verschossen. Fail hoch 10. Da ist der T95. Na. Brauche ich gar nicht drauf zu schießen. Ich komme mit hier mit. T95 ist. Oh, die Schlucht. Die Schlucht. Ich glaube, ich fahre doch in die Schlucht. Oh, ich fahre auch zurück. Macht keinen Sinn, ich bin eh. Wäre eh alleine. Wird halt verteidigt. Ja, auch Wumpe. Wow. Gerade ganz schön viel auf mich geschossen, ohne dass es aufgegangen ist. Da haben einfach alle da am Brand hin. Hui. Der ging nicht durch. E75 ist auch noch da. Wird hier voll drauf zu. Oh. Ja, lol, genau. T44 wird mutig. Ah, doch nicht. Eigentlich müsste man jetzt schon so ein bisschen auf den E75 da mal drücken. Nein! Und nein, Uni, was tust du? Uni, ey. Er hat geschossen, glaube ich. Nice, der ist raus. T54 hockt noch da rum. Und dann können wir von hinten an die Rand fahren. Ist doch ideal gerade. Ja. Leck mich doch fett, ey. Ja, super. Nervt mich hart. Jetzt fahr doch mal. Alter. Der Typ. Warum fährt man denn so bescheuert um diese Ecke?
Muss ich aufpassen, ansonsten kriege ich jetzt gleich von dem T34 auf die Fresse. Lass den mal vorfahren hier. Gegeben. Was ist mit dem M103 dort oben? Sind nur noch die letzten beiden Überlebenden. Ja. Das ist eine Runde. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der auf mich schießen konnte. Naja. Egal, Runde 1 ist rum. Viel Schaden habe ich nicht gemacht, 2000. Kann man damit leben. Ja, ich würde sagen, dann gibt es gleich nochmal die zweite Runde. Bis gleich. So, willkommen in der zweiten Runde. Klappt das eigentlich noch, dass man hier von der Seite da hochfährt oder haben sie das weggepatcht? Ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass das geht. Du konntest von hier, wenn du hier so rauf... Ich glaube nicht zu einem bestimmten... Ja, so nicht. Ah, fuck it. Ich glaube, jetzt klappt es aber nicht mehr. Ich bin schon zu langsam. Ja. Konntest du eigentlich von hier so hoch? Klappt nicht mehr. Oder der hier ist zu weak dafür. In der Motorleistung. 3 von 4 Malen fährt ja auch immer irgend so ein Typ dahin. Nee. Bei weg macht. Oh lol, da rutscht man jetzt komplett runter. Ja. Ja, die zieht hier unten bei uns ein. Also dort, wo ich gerade war. Gesamte Gegnerteam ist halt hier. Wir versuchen abzuhauen, auf diesen wehrlosen VK dort zu gehen. Ja, ich würde gerade sagen, aufpassen, dass sie nicht hier runterziehen. Oh, da fährt schon was runter. Ein Indienpanzer. Na ja, gut. VK jetzt, ja? Hm? Ja, der ist eh schon tot. Ach, dann hält er den M103 ran, was weiß ich. Oder den Tiger. An den Stock, Tiger. Versuchen wir zumindest ein bisschen auf die zu snipen hier. Zumindest einen Schuss auf den 50-100 gedrückt. 1:4 steht es. Die sind am Hügel jetzt auf jeden Fall durch. Müssen mal gucken, dass sie nicht zu krass auf den Cap jetzt drücken. Jo, ich gehe dann in dem 103 und T10 dran. Jo, ich komme gleich mal wieder zu dir, glaube ich. Oder. Wait. Ja, natürlich geht der voll daneben, der Schuss. Wow, TVP-40 da oben. Ja, die Arti, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Bei der Artis haben mich auf mich geschossen. Da willst du den Cap verteidigen. Und dann kommt sowas. Ja, Artival Balance Class. Vor allem war das, glaube ich, haben die sich, glaube ich, abgesprochen im Platoon. Wäre mein erster Anfang, dass man Artis nicht mehr im Platoon zulässt, so wie bei World of Warships, die Flugzeugträger. Aber egal. Lassen wir das nicht zu einem Arti-Flame-Video verkommen. Wir wissen ja alle, wie kacke die ist. T10.
Ich finde es gut, dass sie in einem Sandbox-Modus, by the way, geschrieben haben, ja, Arti, da gucken wir ganz doll drauf und die kriegt eine komplett neue Mechanik und so. Ja, bitte. Ja, haben sie ja im Sandbox, bei dem Sandbox-Server soll das ja passieren. Bin mal gespannt, inwiefern sie das dann auch auf die Live-Server dann bringen, beziehungsweise was die Tests ergeben. Ich glaube, dass aktuell fast jede möglich erdenkliche Situation besser ist. Ich meine, es war ja selbst damals, als die Arti in der Tierstufe niedriger war, war das besser. Und das war schon bekloppt. Könnte sogar noch wäre sogar noch zu gewinnen, rein theoretisch. Wenn die Arti nicht so, wenn die Arti jetzt nicht trifft. Weil ja, der KV4 ist noch voll. Ja, der Inscrota leider auch. Ace, oh, schöner Roll, ey. 468. Das war halt Arti. Hat scheinbar aber keinen Schuss mehr im Clip, glaube ich. Oder doch, das war nochmal die Arti. Ohne Clip. T5. Boah, hast du ein Mehl. Boah, wie gut. Der T50 ist jetzt, glaube ich, auf dem KV4. Scheiß auf den Ferdi-Bot. Ach, das ist die Badshot ohne Clip, ja, hast recht. Ich schieß halt echt fix. Oh, was für ein Pech. Oh nice, der Tiger 1 war sogar noch nützlich. Ja, ist jetzt schade, dass der KV4 so zersiebt wird. Nice Schuss. Megami räumt jetzt noch auf. Ich glaube, der TVP ist im Cap. Ja, der hat gerade verschossen. Nice. Jetzt kommt hier dämliches Scooter von hinten mit seinem Clip. Ja. Immer noch so ein Pech. Ja, ich habe gesagt, er hat auf den KV4 geschossen und er stand halt ganz hinten. Schade. Echt bitter. Hätte die Arti mich nicht rausgenommen, dann hätten wir das vielleicht sogar noch gewinnen können. Weil ich war noch relativ voll. War einfach eine Drecksklasse. Ich verstehe nicht, wie lange die einfach so lange ohne jegliche Änderung drin bleiben kann. Naja, das ist ja relativ offensichtlich, dass Wargaming extrem faul ist, was so eine Änderung anbelangt. Weil ich meine, allgemeine Änderung am Gameplay. Das Einzige, was Wargaming die letzten Jahre gebracht hat, war Content, Content, Content und eine Verbesserung von bestehenden Mechaniken bzw. von der Grafik beispielsweise. Sodass das Sichtsystem mal überarbeitet wurde, weil wie lange sie sich damit Zeit gelassen haben, obwohl das schon eigentlich total broken ist, weil du, wenn du dir mal überlegst, dass ein Light teilweise niedrigere Sichtweiten hat als ein 10er Heavy oder Medium, funktioniert auch überhaupt nicht. Das kann gar nicht sein. Das ist eine Klasse, die dafür konzipiert ist, zu scouten. Im Endeffekt dahingehend schlechtere Werte hat als so mancher 10er Medium oder Heavy sogar. Naja, egal. Ja. Soll ja kein Mecker-Video werden. Das war mal wieder live gespielt von mir. Mit dem Leo PTA. Die erste Runde war ganz okay. Die zweite war so lala. Ich muss mich wieder einspielen. Aber jetzt gab es zumindest mal wieder was live von mir. Mit ein bisschen live gequatscht, mit ein bisschen Absprache mit Grimmy. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Tschüss. Ja.